Morgen Österreich, 6:30. Schön, dass Sie mit uns in diesen Dienstag, den 2. Juli starten. Harald Serafin, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich Peter sehr. Edelmann, den Intendanten von Mörbisch. Ich freue mich. Und es ist ja wirklich schön, Harald Serafin, Sie kehren wieder zurück nach Mörbisch. Ja. In welcher Funktion? In der Funktion als mit einer Charakterrolle, der heißt Ober-Eunuch. Jeder hat gezuckt, was du bist, Martin Ober-Eunuch. Aber der Peter hat mich getroffen und lange mit mir geredet, als Psychiater sogar. Ja, und hat gesagt, nimm's nicht so ernst, kein Mensch glaubt das. Und da sage ich, naja, es gibt schon welche, vielleicht denken die. Also an der Stimme müssen wir noch arbeiten, oder? Naja, und da habe ich aber zugesagt. Und ich bin sehr froh darüber, ja, weil man aus dieser Rolle wirklich einen Charakter bilden großartig kann. Großartig. Ja. Es geht um Franz Lehers Das Land des Lächelns. Ja. Eine sehr schöne, ja, was ist eigentlich das berühmteste? Dein ist mein ganzes Herz, oder? Dein ist mein ganzes Herz. Oh, das lese ich schon, wollte ich schon ansingen. Das, ja, das ist doch jetzt. Dein ist mein ganzes Herz. Schau. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ja, ja, herrlich. Ja. Wunderschön. Das ist schon so früh, mein Gott. Ja, aber ich Sie bin noch gar nicht eingesungen. Aber toll, es klingt super. Also haut er mich jedes Mal nieder. Nieder. Aber ich bin ja nicht auf der Bühne, ich bin da hinten. Da hinten. Aber da ist es ziemlich heiß in diesen Tagen, nehme ich an, oder? Die Kolleginnen und Kollegen haben geschwitzt auf der Bühne. Ich habe die bewundert, auch den Harald. Wir haben die Proben immer am Abend angesetzt, aber ja, es war wirklich, wirklich drückend. Es ja, mir zuliebe hat es. Ab heute geht's aufwärts, ja. Ab 18 Uhr haben sie dann die Proben angesetzt für die älteren Herren und da war ich derjenige. Ja, ist doch schön, es gibt oder sonst keine außer mir Eltern. Das heißt, es ist schon auch ein besonderes Gefühl nach dieser jahrelangen Intendanz, die Sie in Mörbisch inne hatten gemacht. Sie haben das ja unglaublich entwickelt auch. Da war jetzt ein paar Jahre ein bisschen Pause. Bei der einen oder anderen Premiere waren Sie dabei, aber jetzt wieder zurück und dort auf der Bühne zu stehen, was bedeutet Ihnen das? Sehr viel, weil ich erstmal freundschaftlich empfohlen wurde, wie man so sagt, und zweitens kenne ich alles. Und es war so ein bisschen, aber nicht, dass man sagte, aha, nein, ich war sehr stolz, dass mir gelungen ist, da so viel hinzubauen. Und dass ein guter Intendant, ein würdiger Intendant, wie der Peter ist, wird ja aus seiner Familie ein bisschen was Ihnen auch erzählt. Ach so, ein würdiger Intendant das übernommen hat. Und da ist schon Happiness. Nein, und es ist ganz wichtig, dass der Harald wieder bei uns ist. Also ich fand das eigentlich die Hauptaufgabe, ihn zurückzuholen nach 7 Jahren wieder auf die Bühne. Wir haben nach einer Rolle gesucht, die haben wir gefunden. Und sie passt wunderbar auf ihn und zu uns und zum Land des Lächelns. Und nach der Maritza des letzten Jahres haben wir diesen Schwung des letzten Jahres versuchen wir halt in die Produktion von heuer reinzulegen. Und das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Das Bühnenbild wird wirklich eine Sache, wo man sagt, boah. Da machen Sie ja ganz gerne ein Geheimnis. Da kann ich mich erinnern an diesen Geigenkasten. Was war das im letzten Jahr? Ja, es war die große Geige, die dann aufgeklappt wurde und das Bühnenbild preisgegeben, weil ich nicht wollte, dass man gleich alles sieht. Ja. Und das ist in diesem Jahr ähnlich. Der erste Akt spielt ja im Wiener Prater in Wien. Und dann geht es nach China und was dann in China geht, das ist ein großes Land und da gibt es Möglichkeiten. Und es ist wirklich was auf der Bühne, wo alle bei der ersten technischen Probe sind alle plötzlich ganz still geworden. Es war wirklich so eine ganz eigenartige Atmosphäre, weil da plötzlich ein Monstrum auf die Bühne geschoben wurde und es waren alle... Ja, das stimmt. Es war wirklich, es sind tolle Bilder und die Operette sowieso ist ein Traum. Die Musik ist wirklich schön, eine zweite Turandot und ja, toll. Am 11. Juli ist es soweit, Premiere und dann geht es ein paar Wochen dahin. Ja, ein paar Wochen, ja. 22 Vorstellungen haben wir, ja. Oh, freue ich mich auch. Und am 10. Juli müssen wir dann noch in den Steinbruch St. Margareten. Kann ich nicht, so, weil das geht gar nicht, stimmt. Ich sehe den Generalproben am Vorabend. Ja, ich sehe Steinbruch gar nicht, weil wir jeden Abend auch. Daniel Serafin, Zauberflöte. Ja, so schön, ne? Doch wunderbar. Ganze, nur meine Frau nicht, die macht noch kein Theater. Die macht nur mit mir Theater. An dieser Stelle sei sie herzlich gegrüßt, einen wunderschönen guten Morgen. Oder? Die schaut uns doch zu, nehme ich an. Naja, natürlich. Sie ist ja schon um 3 Uhr aufgestanden. Es ist immer wunderbar, es ist immer lustig, wenn Harald Serafin im Haus ist. Ja. Natürlich auch Peter Edelmann. Schön, dass Sie da sind. Sie bleiben noch.